Hallo liebe WordPresser da draußen, willkommen zurück zu einem neuen Video von Erik Oliver Mechler. Heute möchte ich mal euch zeigen, wie man in WordPress die XML Sitemap installieren kann. Ihr habt sicherlich von der Sitemap schon gehört, das ist so eine Unterseite, die im XML-Format vorliegt, und zwar braucht man die, damit man die dann Google im Webmaster Tools eingeben kann oder auch bei anderen Suchmaschinen. Die Suchmaschinen brauchen dieses File, damit sie keine Seite eures WordPress-Blogs, eurer WordPress-Seite übersehen. Denn mit einer kleinen XML-Sitemap werden alle Links schön vorsortiert und bereitgestellt. Es gibt viele Plugins, die das machen können. Man könnte es auch von Hand machen mit irgendwelchen Online-Generatoren. Aber viele Plugins haben einen kleinen Fehler, und zwar sie sind sehr kompliziert zum Installieren. Aus diesem Grund habe ich vor einiger Zeit selbst ein Plugin programmiert, das ich natürlich auch heute euch zeigen möchte, wie man es installieren kann. Also, ihr seht hier die ganz normale Test-Webseite, die habt ihr auch schon gesehen. Nun gehen wir das Plugin im WordPress Repository suchen, und zwar hier unter Plugins und dann installieren. Wenn man hier ist, geht man beim Stichwort dann XML Sitemap Simple ein. Und dann geht es ein paar Sekunden und voilà. Man findet es hier, das Simple XML Sitemap Generator Plugin von mir. Ihr seht, es wurde bereits über 2000 Mal installiert und die Bewertung ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, obwohl es nur 3 sind. Also, als erstes klicken wir hier auf Jetzt installieren. Dann lädt ihr natürlich das Programm vom Internet auf den Server und dann mit einem Klick kann man es aktivieren. So, das war es eigentlich schon. Eure Sitemap ist bereits eingerichtet. Ihr müsst hier also nichts weiteres konfigurieren oder einstellen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Seite oder einen Blogbeitrag einfach aktualisiert, dann wurde im Hintergrund bereits die Sitemap generiert. Wenn wir also hier mal kurz auf die Frontend-Seite gehen und einfach Sitemap XML eingeben, sehen wir, die XML Sitemap ist generiert. Hier sind alle Unterseiten aufgelistet. Diese URL könnt ihr nun im Google Search Console im Webmaster Tool eingeben und Google wird dann eure Webseite in den nächsten Tagen besuchen. Ihr seht, ein XML Sitemap zu installieren ist eine sehr einfache Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten mein Video liken würdet oder meinen Kanal sogar abonnieren würdet. So, das war's also. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss, WordPresser.